Sebastian hier von WhipGuitar. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute zeige ich dir ein super Workout bzw. eine Idee, um deine Hammer-On bzw. die Legato-Technik der linken Hand zu trainieren bzw. zu verbessern. Also die Idee dahinter ist ganz einfach und zwar, um gutes Legato zu spielen, brauchst du eine starke linke Hand, um Kontrolle über die Spannung zu haben, okay? Also um die Spannung deiner Läufe bzw. die Spannung allgemein kontrollieren zu können, muss die linke Hand sehr stark sein. Und eine Art, das zu trainieren, bzw. das Wichtigste, muss die gute Technik von Hammer-Ons from Nowhere vorhanden sein. Ein Hammer-On from Nowhere ist das. Ich hämmere eine Saite an, beziehungsweise einen Ton, ohne ihn anzuschlagen und ohne irgendwas anderes auf der Seite vorher gespielt zu haben. Das ist nicht ganz korrekt, aber es geht ums Prinzip, eine Note einfach zu hämmern. Also nichts mit Pull-Offs oder Slides, okay? Und auch kein Picken, kein Zupfen, nichts. Einfach nur. Reine linke Hand, okay? Und um das zu trainieren, habe ich mir eine einfache Übung überlegt. Und zwar geht es hier um drei Klänge, also Dur und Moll und verminderte drei Klänge. Ich zeige dir gleich die Grundmuster und dann überleg dir einfach da deine Übung damit. Du kannst im Prinzip alles machen. Die Grundtechnik erkläre ich dir jetzt. Also, wir nehmen für den Anfang den Dur-Dreiklang. Und eine Form des Dur-Dreiklangs auf der Gitarre sieht so aus. Das in diesem Fall ist jetzt ein D-Dur-Dreiklang. Und ein Dreiklang besteht immer aus Grundton, also D, dann der Terz, in diesem Fall die große Terz, das ist ein F, ein Fis, Entschuldigung, und ein A, das ist die Quinte. D-Dur-Dreiklang. Und wir nutzen dieses Muster, also fünfter Bund, vierter Bund, zweiter Bund. Wir nutzen dieses Muster, um folgende Übung zu machen. Du schlägst immer nur das A im zweiten Bund hier an, auf der D, auf der G-Seite. Und zwar mit einem Upstroke. Und dann spielst du praktisch diesen Upstroke und die anderen zwei Noten werden nur durch den Ringfinger und den kleinen Finger gehämmert. Dass das so klingt, musst du auch abdämpfen, sonst hast du. Das klingt nicht so kontrolliert wie das hier. Also abdämpfen und dann einfach die Seite picken. Die G-Seite, bei dieser Übung immer die G-Seite mit einem Aufschlag. Und dann zwei Hammer-Ons. Das wäre jetzt die Form des Dur-Dreiklangs. Jetzt gibt es noch den Moll-Dreiklang. Das Coole daran ist, du musst nur eine Note ändern. Und zwar aus der großen Terz, in unserem Falle das Fis, ein F zu machen. Also die kleine Terz. Dann haben wir folgendes Muster. Also anstatt dem Ringfinger haben wir jetzt den Mittelfinger. Die anderen zwei Noten bleiben gleich, also Grundton und Quinte bleiben gleich. Wir haben nur. Also das ist die Moll, der Moll-Dreiklang. Hört man sofort? Dur, Moll.
Und dann gibt es noch den verminderten Dreiklang. Da müssen wir jetzt noch vom Moll-Dreiklang die Quinte einen Halbton erniedrigen. Also eine verminderte Quinte. Also Grundton, kleine Terz und verminderte Quinte. Vermindert. Und da haben wir dann einen Stretch zwischendrin bei der Übung. Wie gesagt, ich picke immer nur die D-Seite, G-Seite. Also das wäre D vermindert, das ist D-Dur und das wäre D-Moll. Darum geht es jetzt gar nicht so arg. Ist schön, wenn du das verstanden hast, dann ist die Übung noch besser für dich. Aber im Grunde genommen, wenn du nur die Technik trainieren willst, ist das jetzt egal. Also, das fühlt sich am Anfang sehr, sehr komisch an. Vor allem, weil diese Fingerkombination involviert ist und das ist die schwächste Fingerkombination an der Hand. Und deswegen ist die Übung auch so gut. Du musst immer an dem arbeiten, das du am schlechtesten beherrschst. Und jetzt kannst du zum Beispiel einfach diese Muster rumschieben. Musst nicht in einer Position bleiben. Also einfach mal D-Dur, E-Moll, Fis-Moll, F-Dur, A-Dur, H-Moll, Cis vermindert und wieder D-Dur. Jetzt bin ich einfach die Dur-Tonleiter hochgegangen und habe einfach die Dreiklänge drüber gespielt. Das ist auch eine super Übung, um harmonische Zusammenhänge verstehen zu lernen. Und man übt dabei Technik. Was Besseres gibt es eigentlich nicht als Übung. Also. Auch noch cool. So, jetzt kannst du aber auch einfach frei hingehen und irgendwelche. Eine coole Idee zum Beispiel ist, den Verminderten zu spielen und dann einfach immer eine Terz, eine kleine Terz nach oben rutschen oder nach unten, weil die verminderte Tonleiter sich so wiederholt. Also es ist immer der gleiche Akkord, eine kleine Terz höher. Zum Beispiel oder eine andere Idee, einfach nur chromatisch einen Moll-Dreiklang nach unten gehen. Das klingt immer, als würde man bei einem Computerspiel verlieren. Oder nach Apokalypse oder was auch immer. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Und das Wichtigste ist, man muss nicht viel denken für die linke Hand. Man muss einfach nur die Technik reinkriegen. Also man muss jetzt nicht an irgendeine Tonleiter denken, sondern man kann das einfach chromatisch üben, in einer Position bleiben, wie du willst. Es geht nur darum, dass du die verschiedenen, also dass du alle drei Muster bzw. Fingerkombinationen übst, damit eben jeder Finger gleich gut trainiert wird. Ja. Das war die kleine Idee. Ich hoffe, es gefällt dir und du hast damit einen Übererfolg. Ich bin mir sicher, den wirst du haben, wenn du es schön langsam anfängst und konzentriert machst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß damit, gute Übezeit, gutes Gelingen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.